Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, warum der Auftritt von Tino Chrupalla bei Maybrit Illner am 3. Dezember auf den ersten Blick vielleicht ganz gut ausgesehen hat, er in Wahrheit aber verheerend war für die AfD. Warum ist das so? Für die AfD steht und fällt alles mit dem Rechtsextremismusvorwurf. Durch diesen Vorwurf wird wirksam erreicht, dass die Bevölkerung sich nicht mit der AfD auseinandersetzen kann. Weil damit wird begründet, dass die AfD in Talkshows nicht eingeladen wird, dass sie überhaupt schlecht gemacht wird, dass sie jetzt durch den Verfassungsschutz beobachtet wird und für die Antifanten ist es eine Begründung, die Stände zu blockieren. Und das spielt eine wichtige Rolle. In Hamburg war es so, dass die AfD keine öffentliche Wahlkampfveranstaltung abhalten konnte und dass überhaupt keine Räumlichkeiten an die AfD vermietet werden. Die Mitglieder werden auch dadurch in Bedrängnis gebracht, weil ihre Existenzen gefährdet werden. Es ist für die Mitglieder, für die Wähler ganz schlimm. Sie können sich kaum zur AfD bekennen. Deswegen ist es von entscheidender Bedeutung, die Bevölkerung davon zu überzeugen, dass die AfD nicht rechtsextrem ist, dass sie demokratisch ist. Und dazu gehört es auch zu überzeugen, dass die anderen täuschen, wenn sie behaupten, dass die AfD rechtsextrem ist, dass ihnen nicht zu trauen ist. Das muss man durch Fakten deutlich machen. Die Altmedien und die Altparteien werden es von sich aus nie erzählen, nie thematisieren, dass sie täuschen. Sie werden nie die Fakten bringen, die das offensichtlich machen. Und es ist vollkommen klar, dass wenn Tino Chrupalla in die Sendung gehen kann, was die Altparteien und Altmedien natürlich nicht freiwillig zulassen, sondern das müssen sie gelegentlich zulassen, sehr selten, aber gelegentlich zulassen zur Scheinwahrung, dass sie neutral berichten, dass die Leute keinen Verdacht schöpfen. Das heißt, wenn er da ist, dann hat er eine große Chance, dann ist es eine riesige Möglichkeit, die die AfD nur ganz selten hat, mit der Bevölkerung in Kontakt zu treten und sie davon zu überzeugen, dass die AfD nicht rechtsextrem ist. Die anderen, die Altmedien, Altparteien, werden natürlich das genau versuchen, unter Scheinwahrung, dass sie neutral sind. Was ist nun in der Sendung passiert? Es kamen ganz viele Frames versteckt. Ähnlich wie bei Alice Weidel, konservativ oder rechts, oder jetzt neuestens sozialnationalistisch. Und es ist ganz wichtig, dass man diese Frames, diese versteckten Unterstellungen aufgreift. Weil es ist wie ein Test. Diese Frames werden eingestreut, weil wenn sie passieren, ohne dass Tino Chrupalla reagiert, dann gelten die Frames als akzeptiert. Und dann wirken sie noch viel stärker, wenn Tino Chrupalla da ist und das passieren lässt, als wenn er nicht da wäre. Weil wenn er nicht da ist und dann behauptet wird, die AfD ist rechtsextrem, sie sind die Allerschlimmsten, dann steht immer die Frage im Raum, ja, was würde jetzt die AfD dazu sagen, wenn sie könnte? Sie ist nicht da, es ist unfair. Wenn Tino Chrupalla jetzt in der Sendung ist und diese zahlreichen Unterstellungen, die auch öfters deutlich erkennbar vorgetragen wurden, wenn er das stehen lässt und nichts sagt, dann schadet er der AfD damit. Weil er akzeptiert den Rechtsextremismus in der Öffentlichkeit und damit wird er verfestigt. Das heißt, durch diese Passivität trägt Tino Chrupalla bei. Es kann natürlich sein, natürlich ist es nicht immer einfach, das zu bemerken. Aber wenn er es nicht aufgreift, zum Beispiel mit dem Populismusvorwurf, was natürlich auch ein Trick ist, der Populismusbegriff ist ein Hetzbegriff, aber das sollte man in der AfD langsam wissen, dass Populismus natürlich bedeutet Täuschung, bedeutet, ich sage was anderes, als was ich denke, mir kann man nicht vertrauen, ich bin unmöglich, mich kann man nicht wählen. Aus diesem Grund wurde der Begriff immer verwendet und wird auch einseitig nur bei der AfD verwendet und bei sonst niemandem. Tino Chrupalla hat vielleicht gedacht, ich bin einfach nett, ich bin sachlich und freundlich und positiv und sag nichts Negatives über andere. Dann finden die anderen mich nett, die Leute, die Zuschauer. Die denken sich dann, der Tino Chrupalla, der kommt von der AfD, der ist doch ein ganz netter, der ist doch sympathisch. Und es stimmt ja gar nicht, dass der rechtsextrem ist, was die anderen sagen. Das denkt er sich vielleicht, aber so klappt das nicht. Weil so machen das viele in der AfD, zum Beispiel auch Andreas Kalbitz, aber sie rennen damit in einen Frame rein, in eine Falle. Die anderen sagen dann einfach, er tut jetzt nett, aber er ist es nicht. Er gibt jetzt hier im Interview den nettesten, den sachlichsten, den freundlichsten, aber in Wahrheit ist er es gar nicht. In Wahrheit ist er ganz anders. Das bedeutet,
Tino Chrupalla kommt um eine Konfrontation nicht herum. Und das ist ganz einfach und risikofrei. Er muss einfach nur das Verhalten beleuchten, der anderen. Und da macht er sich auch überhaupt nicht angreifbar. Er sagt natürlich, die AfD ist nicht rechtsextrem. Das muss er aus meiner Sicht viel vehementer sagen, als er es getan hat, um die AfD zu schützen. Er hat jetzt gesagt, er geht vor Gericht. Und man hat auch, glaube ich, so das Gefühl, er hat so die Hoffnung, oder viele in der AfD denken, wir klagen es einfach weg. Aber tatsächlich ist es so, dass in der Justiz längst Posten politisch besetzt werden. Beispiel ist Habert. Wenn man sich einmal anguckt, wie er sich geäußert hat, als er noch Politiker war über die AfD, dann kann einem nur schlecht werden, dass so jemand jetzt Vorsitzender Richter ist. Und es ist natürlich kein Zufall, wie die Posten besetzt werden, die neuen. Das heißt, die Rechtsprechung in Deutschland hat ein Ablaufdatum, weil die Posten ja durch die Altparteien besetzt werden. Das heißt, es hilft nur, die Bevölkerung davon zu überzeugen, dass man nicht rechtsextrem ist, so dass es die Altparteien sich nicht trauen, die AfD durch den Verfassungsschutz beobachten zu lassen. Jetzt können sie das, weil es der Bevölkerung vermittelbar ist, weil ein großer Teil die AfD für rechtsextrem hält. Aus meiner Sicht kann es mit solchen Auftritten nicht weitergehen, weil sie sind der Untergang. Und es ist für mich eigentlich fahrlässig, wie man in so einen wichtigen Auftritt, wie unbedarft man reingeht. Man muss sich vorher überlegen, die Aufklärung, die man betreiben will. Man hat jetzt Gelegenheit, mit der Bevölkerung in Kontakt zu treten. Das hat man nie. Was will man jetzt den Leuten sagen? Man muss den Leuten das sagen, was die Altmedien nicht erzählen. Die ganzen schrecklichen Dinge, die passieren, die unter den Tisch gekehrt werden. Dass Kamerateams beispielsweise in Leipzig bereitstehen, wenn irgendwelche Fake-Demonstranten, irgendwelche Pöbler-Randalierer hinzuströmen und Krawall machen, dass dann schon die Kamerateams bereitstehen. Dann kann er Beispiele bringen, die beweisen, dass die Altmedien kollektiv täuschen, dass sie vor allem kollektiv täuschen. Mit der Teilnehmerzahl in Berlin vom 1. August. Die Faktenfinder, Beispiele, wie bei den Faktenfindern getäuscht wird. Fakten über Corona, die WHO-Studie. Die Studien 20 Jahre über Masken. Das erfordert natürlich Fachwissen, aber dann muss der AfD-Vorsitzende muss sich dann freistellen von anderen Aufgaben. Dass er ein perfektes Faktenwissen hat, dass er in solchen Talkshows diese Fakten vermittelt. Er kann aufzeigen an Beispielen, wie die Altmedien täuschen. Er kann Georg Maskelow, die Rolle des netten Investigativjournalisten, vom Gesicht reißen, indem er aufzeigt, wo er überall nicht investigativ ist, wo er nicht nachfragt. Beispielsweise in Hamburg. Die AfD konnte keine Wahlkampfveranstaltung abhalten. Auch Beispiele mit Maßen. Warum wird dem nicht nachgegangen? Die Hintergründe, wie das geschehen ist. Es gibt unendlich viele Beispiele von Vergehen von Altmedien und Altparteien, wo ganz deutlich wird, die Altmedien gehen Dingen nicht nach. Es werden Dinge klein gehalten, nicht berichtet. Das muss er alles auflisten, wenn er den Ruf der AfD wahren will, weil dadurch der Ruf der Altmedien und Altparteien angekratzt wird, in Frage gestellt wird von dem Publikum, die wiederum den Frame verbreiten, die AfD ist rechtsextrem. Nur indem der Ruf von den Altmedien geschwächt wird, wird ihr Frame schwach, dass die AfD rechtsextrem ist. Und daran hängt alles. Für Deutschland, für die AfD. Ich persönlich bin stinksauer über solche Art von Auftritten. Und das ist für mich unentschuldbar. Das ist für mich fahrlässig. Und es ist ja so, dass Tino Chrupalla Diäten bezieht als Bundestagsabgeordneter. Die ganzen ehrenamtlichen Helfer, ihre Existenz entstehen auf dem Spiel durch einen Rechtsextremismusvorwurf. In ganz Deutschland steht alles auf dem Spiel. Die Demokratie steht auf dem Spiel. Da muss mehr Feuer sein in den Auftritten, mehr Kampfgeist. Und vor allen Dingen, es wirkt ja so, dass alles weiter sich lächerlich macht, wenn sie Dinge wie Sozialnationalismus beklagt, Interviews abbricht. Und dann Tino Chrupalla, diese ganzen Frames, Populismus, das alles akzeptiert und nichts dazu sagt. Es muss hier Empörung gezeigt werden über diese Vorwürfe, wenn man glaubwürdig machen will, dass man kein Rechtsextremist ist. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe und was euch sonst so einfällt. Macht's gut.